Tag, ihr Winterjacken. Heute machen wir Giant's Kitchen. Gut, ich muss zugeben, den Spruch habe ich geklaut von einem Kumpel von mir, Marlon. Der hat mal früher Videos gemacht. Stattdessen irgendwie hat er es auch mal gesagt. Falls ihr jetzt denkt, oh wow, der Marco, der ist ja voll cool wegen dem Spruch. Nein, der Spruch ist nicht meiner. Wow, okay, also wir sind jetzt in der Küche. Wo wir natürlich jetzt etwas klein sind im Vergleich. Wow, guck dir diese echt coolen Toaster an, Mann. Wow. Achso, ich kann damit hoch, oder was? Oder nee. Kostet nur $100. Super. Oder 99. So, das ist aber, dass ich da rausgeschleudert werde. Okay, das versucht es mir zu sagen. Oben haben wir, also, Wiggler. Und eine Tapete natürlich. Coole Musik. Ich habe jetzt nicht mit so einer Musik gerechnet. Einfach die Super Mario Bros. Musik. Ah, also hier würden wir eigentlich ja gar nicht weiterkommen. Das heißt, wir müssen uns in den Toaster reinschießen. Und so geht das dann. Na gut, mal sehen, wie wir hier an unsere 5 Yoshi-Münzen kommen. Den kann ich essen, zum Glück. Ausnahmsweise, ich darf ja fast gar nichts essen. Von den Gegnern. Ich komme hier hoch. Noch ein Toaster. Da kann ich aber nicht rein. Vor allem sollen das alles Teller hier sein? Wieso sind die Teller so mega hochgestapelt? Oh. Bringt mir aber gar nichts. Aber es ist cool. Vor allem Stacheln sind auch in der Küche vertreten. Jetzt haben wir uns da auch geschossen. Was soll denn das sein? Pfefferstreuer hier? Kann auch unten weiter, oder? Ah, eigentlich nicht, glaube ich. Wow. Entschuldigung, da ich nachgucke. Okay, doppelt Entschuldigung. Also, mal hochballern. Trotzdem wollte ich nach links gehen. Wieso kann man nicht auf dem Salzstreuer stehen? Ich dachte, das geht. So. Dinger schießen einen immer nach rechts irgendwie. Da ist eine Münze. Warte mal. Ach, ich darf den Lucky Tool nicht töten. Den brauche ich, um da hochzukommen. Habe ich mir schon irgendwie gedacht. Ja, geil, dass diese Bombe da gerade kommt. Ja. Cool. Das Ding schleudert mich bis in meinen eigenen Tod rein. Freue ich mich doch. Komm, jetzt aber. Das habe ich mir jetzt verdient. Dankeschön. Ja. Das nur Geld. Ich frage mich, wieso dann das Level von außen so ein Geisterhaus ist. Also, es hat ja gar nichts Geistermäßiges an sich. Oder Geisterhausmäßiges oder was auch immer, ihr wisst schon. Es ist einfach nur ein cooles Level, aber ich will jetzt da hoch irgendwie. Das geht. Kann da hoch. Ist kacke, dass ich jetzt getroffen wurde. Aber da. Da bin ich oben. So, und jetzt zu guter Letzt. Wow. Habe ich mich einen rüber geschossen. Musste ich das machen? Ich hätte auch... Hey, ich hätte wahrscheinlich nicht von unten lang gekonnt. Interessant. Checkpoint. Dafür war das Ding da. Was ist denn jetzt passiert? Ich bin irgendwie reingefallen. Was ist das, eine Spüle? Ich will noch nicht in die Spüle rein. Erst werde ich weiter. Weil ich mir sicher bin, hier gibt es noch irgendwas. Außer riesige, gestapelte, kleine Teller. Riesige, kleine Teller, ja. Achso, wir können auch so hier drüber springen. Wenn ich hier rechts reingehe? Ich glaube, es kommt gleich hinaus. Ich hoffe, ich verpasse nichts. So münzenmäßiges, ne? Oh, nicht diese... Oh, nee, ey. Das fasst wieder zusammen, was ich in diesem Spiel hasse. Diese Fische, überhaupt, da ich unter Wasser bin. Und diese ganzen Torpedo-Tets, ey, weil... Es gibt nie eine Sekunde, wo ich dran vorbeigehen kann. Ohne, dass ich irgendwie im Sterben bin. Gut, von Natur aus können wir ja eh nichts töten. Brauchen anscheinend einen P-Switch. Cooler Beat im Hintergrund zur Musik. Okay, drücken wir mal. Das habe ich eh viel zu lange gebraucht, bestimmt. Ich kann auch hier rein stattdessen. Ist das Reset-Door? Ja, okay. Warten wir noch und jetzt.
Zack, offen. Aber wieso? Wozu das Ganze, frage ich? Ach komm, ey, diese scheiß Dinger. Nein, ich bin tot, weil es mich angeguckt hat. Hätte ich nicht auch so da hochgekonnt, irgendwie? Vielleicht waren doch unsichtbare Münzen, ich weiß es nicht. Irgendwie. Sowas meine ich, ist da vielleicht gewesen, dass ich da doch nicht hochkommte. Sah aber so aus, als könnte man hoch, deswegen. Hat ja super geklappt. Nochmal, okay. Wir gehen auch bald die Eier aus. Das war es wohl wert, würde ich sagen. Da war noch ein P-Switch. Da hoch kann ich nicht. Also P-Switch brauchen wir, um da hinzukommen. Oh. Ach so, Reset Door oder was? Ne, dann will ich da gar nicht rein. Da komme ich auch nicht lang. Komme ich da lang? Ja. Ich meine, nein. Oh, fuck. Oh, diese Torpedo-ekelhaften. Ja, komm. So, das heißt, ich drücke hier. Werd dann versuchen, nach ganz links zu gehen. Ich glaube, das ist ja auch ganz links der Weg, oder? Gucken, was hier so gibt. Oder hätte ich doch ganz rechts lang gekonnt. Ich meine, dann hätte ich mir das hier erspart. Hätte ich mir diesen scheiß Fisch erspart, der nicht aufhört, mich zu verfolgen. Okay, geh jetzt bitte. Anders. Ich sehe schon. Das hätte anders laufen sollen. Okay. Wir müssen eigentlich hier hoch. Oh, fuck. Warte mal, ich muss in der Zeit... Was habe ich jetzt überhaupt vor? So, ich will... Ach, man kann gar nicht zurück. Ich glaube, ich will in der Zeit ganz schnell hoch. Okay, nicht so hoch. Mist. Also, ich brauche einen guten Safe-Set. So, wenn ich hier hochgehe, dann komme ich nicht weit. Also ich komme auf die gleiche Stelle raus, schon, aber... Ich will Speedrun-mäßig... ...hier lang kommen. Weil diese eine Stelle ist... Hm, ich lag falsch, glaube ich. Okay, warte, den Treffer kann ich mir eigentlich ersparen. Da hoch wollte ich eigentlich. Ich dachte, mit dem Ding geht das, aber anscheinend brauchen wir noch einen P-Switch. Ich hoffe, weil mir gehen noch bald die Ideen aus. Da ist einer. Cool, wieso klappt das denn nicht? Oh, nee. Ich hasse es unter Wasser. Das Level hat am Anfang echt Spaß gemacht, aber jetzt zerstört es mich nur noch. Unter was ist eigentlich das so ziemlich das Mieseste, was es in dem Spiel gibt? Das ist ein Resetor. Aber wir gehen da nicht rein, weil dann. Auch wenn ich nur wenig getötet habe, das. Was ich getötet habe, respawnt ja dann wieder. Ich will nur gucken, wo meine Möglichkeiten liegen. So, das heißt, wir drücken hier. Wir können da. Oh, wir können da gar nicht hoch. Control Freaks. Okay, pass auf, wir gehen dann schnell zurück. Der Treffer, ich wollte eigentlich sagen, muss sein, aber, also wegen Zeitsparen. Wieso ist der doch da? Ich dachte, ich hätte ihn gegessen. So, hier und jetzt auf Geschwindigkeit. Einmal das und dann hier. Yeah, oder wir kommen von hier aus da runter, das ist auch kein Problem. Haben schon mal die vierte Münze. Da ist nur Geld, da will ich nicht hin. Und Land. Bitte nichts hier. Das muss noch ein bisschen weitergehen, wenigstens. Oh Mann. Lohnt es sich überhaupt unten lang zu gehen? Oh, ich muss unten lang gehen sogar.
Wow, das geht ja gar nicht. Das geht ja mal gar nicht klar. Okay, jetzt habe ich es gerade so einmal geschafft. Gerade so zweimal geschafft. Dreimal ist wohl nicht drin, oder doch? Moment, ich muss bestimmt hier hin. Ich hoffe. Bonus! Kein Bonus. Bonus. Oh fuck. Egal, es gibt eh nur Leben, die ich alle schon habe. Aber worum es mir eher geht, ist das, was da oben ist. Boom. Und ich drücke keinen Knopf mehr. Ich lande im Ziel. Fantastisch. Hab's geschafft. Das war ein ganz Stück Arbeit. Giant's Kitchen. Was machen wir jetzt? Okay, jetzt heißt es ja nur noch Switches sammeln. Nicht Switches sammeln. Seht ihr, ich kann gar nicht labern. Yoshi-Münzen sammeln. Wo wir eigentlich hinwollen, ist in diese Welt. Dursted Canyon, was war denn hier nochmal? Oh, hier waren wir noch gar nicht. Ah, das ist also echt ein Desert Canyon. Ich dachte, Yoshi Fanatic hat einen Rechtschreibfehler gemacht und das ist heißt dann Desert. Also Wüste. Gut, es kommt ja immer gut, wenn man den Typen erwähnt, Yoshi Fanatic, damit man bloß nicht vergisst, ey, das ist ein Hack und dieser komische Typ, der den ganzen Tag nur von sich selber redet, redet wieder mal von sich. Ich weiß nicht. Ich finde, man sollte es nicht machen. Nicht immer über sich selber reden, das kommt überhaupt nicht gut. Guck mal, es gibt dieses ultra schlechte Spiel für PlayStation 1. Das heißt Bubsy 3D. Und das ist wirklich schlecht, das Spiel. Das will ich jetzt nicht sagen, dass das Spiel so schlecht ist, aber das Spiel ist wirklich schlecht und dann ist das so eine komische Katze oder so, die einen Pulli trägt, aber keine Hose. Und dann sagt er irgendwie so, oh Mann, das ist ja voll das intelligente Level-Design, diese Spieldesigner, sie sind voll cool. Und das war irgendwie voll peinlich, irgendwie so, oh. Alter, ihr habt schon Scheiße gemacht und dann loben sich die ganze Zeit noch selber für ihren Mist. Wisst ihr, das kommt einfach nicht so. Und wieso darf ich das nicht berühren? Das Grüne darf man nicht anfassen. Den Rest schon. Na gut. Wow, das war's vollkommen wert. Nein, war's nicht. Also hier drin soll es sogar noch ein Secret Exit geben. Und ihr seht, an jeder Ecke ist irgendwas, was mich tötet. So, das grüne Eis zum Beispiel. Oh. Fuck, den hätte ich nicht essen dürfen. Moment. Noch von vorne. Warte, wir gehen hier rauf. Der spawnt bestimmt nochmal neu, oder? Ja. Kann man da nicht rein? Kann man echt nicht rein? Okay, aber da ist irgendwas. Ein Schlüssel. Wieso ist das Level rutschig? Ich bin gerade voll. Okay. Seht ihr, ich komme da gar nicht auf diese Plattform rauf. Ich rutsche immer runter. Jetzt komm schon. Da oben kriege ich nur Schaden. Freut mich sehr, ein Scheißdreck. Okay. Habe jetzt ein bisschen Level übersprungen. Das ist natürlich nice, aber gibt es da nicht noch irgendwie was? Zum Beispiel hier so? Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe einen Schlüssel. Und ich habe ein Stück übersprungen. Aber ich will nicht überspringen, weil ich sehe eine Yoshi-Münze, die ich brauche. Alles klar. Haben wir schon mal zwei, das ist doch was. Mal sehen, wofür die noch gut sein wird. Natürlich trifft er mich. Ich denke so, oh, ich springe so chillig auf ihn drauf. Aber nein, er trifft mich und 11 Lebenspunkte hin oder her. Man wird eh von jedem Treffer in die Schlucht gerissen und dann ist das eh scheißegal. Kann ich auch 100 haben. Kann ich da rein? Auch nicht. Oh, der steht ja mega gut wieder. Alles klar. Fische. Aus irgendeinem Grund kann man hier nicht wieder raus. Man kann nur hier wieder raus, oder? Okay, warte. Bevor wir das nochmal machen, will ich erstmal gucken, ob da noch was ist. Oh, cool. Ein paar Münzen. Hat sich ja voll gelohnt. Na gut, aber dafür wissen wir es jetzt. Mehr ist ja nicht, ja? Gut. Macht zwar nicht wirklich viel logischen Sinn, aber... Ach, Mann. Wisst ihr, ich kann
das Ding da einfach wegrutschen, was einfach voll aus Stacheln ist, aber wenn ein Maulwurf unter mir herspringt, dann bin ich instant in den Tod reingerissen und da gibt's auch nichts mehr zu machen. Checkpoint. Das Ding habe ich immer noch. Ist da oben was? Schmeiß mal ein Ei da hoch. Schmeiß noch ein zweites Ei sogar da hoch. Gut, vielleicht haben wir da nichts. Ich weiß nicht, ich komme ja nur so wirklich eigenartig vor, weil man sieht schon, dass da irgendwas ist, aber ich weiß auch nicht. Den töte ich mal lieber, komplett. Ah, ich sehe da unten schon. Hierfür können wir einen Schlüssel gut gebrauchen. Okay. Coole Musik, Mann. Ungefähr gar keine. Es ist jetzt nicht gar keine, aber es ist so. Ne? Ihr wisst schon. Aber es ist auch aus Donkey Kong, oder? Oh, ich denke, ich weiß, was ich machen muss, oder? Muss ich den Typen da eskortieren? Ich dachte mir schon, dass sowas in der Art kommt. Warte, wir probieren mal, ja? So, ist das richtig, dass ich ihn jetzt den ganzen Weg hier rüber begleiten muss? Ich weiß nicht, wofür es gut sein soll. Ach du Scheiße. Ach so, er kommt dann da runter. Und dann steht er da. Das ist doch cool, aber... Ach nee, dann komme ich selber da hoch. Oh. Ich muss auch mal zu Ende denken. Okay, aus irgendeinem Grund ist es auch hier drin rutschig. Macht sehr viel Sinn. Ja, noch. Jetzt noch ein Stück. Gut. Wird ja nur Geld drin sein. Wir hatten bis jetzt noch nicht eine Röhre, wo nicht Geld drin war. In diesem gesamten Spiel. So, was machen wir hier? Machen wir mal auf. Mhm. Wird auch nur Geld sein, ne? Ah, gut. Ich versuche mal so Cooper Shell dazulassen, weil es gab schon mehrere Fälle, wo sich herausgestellt hat, dass wir eine brauchen hinterher. Das ist immer nützlich. Also jetzt haben wir ja klar eine Menge Koopas, die uns auch entgegenkommen, aber das weiß man ja vorher nicht. Wann die aufhören da zu sein. Da ist ein Stern. Heißt das Level Ende? Ich weiß nicht. Secret Exit. Gut. Eine gute Sache, Secret Exit. Vielleicht ist es so ein Ding, wo ein Leben rauskommt. Kann ja auch sein. Aber wir haben Secret Exit gefunden. Darüber soll ich mich auch mal freuen. Übrigens auch zur Star Zone. Haben wir jetzt... Ja, 1, 2, 3, 4 von 5. Also irgendwo wird es noch eins geben. Gut, dann haben wir das. Beim nächsten Mal machen wir es wieder von vorne. Müssen die Yoshi Coins, die wir schon angefangen haben, da auch weitermachen. Nochmal von vorne machen. Aber soweit war es das dann erstmal. Danke fürs Zusehen und guck mal, wir kommen dem letzten Schloss schon nah. Aufregend, oder? Naja, und so weiter. Warte mal, bevor ich noch jetzt wirklich beende. Seht ihr, dass diese Hügel da, also da, jetzt wo Yoshi dann hochklettert, genau da, dass das aussieht wie Ausrufezeichen, das ist krass, oder? Ja, krass. Okay, bis zum nächsten Mal.